So, da, meine lieben Leute, ich bin es MC MuffyX und wir sind in das Asgard Odyssey. Nicht da, wo wir beim letzten Mal waren. Und das hat den Grund, dass wir hier nun wieder eine neue Region erobern können. Und ich hoffe, ich schaffe das. Oh nein, ich möchte nicht in das Lager gehen. Nein, nein, lieber nicht. Ich würde auch gerne ein bisschen schneller reiten. So, nun gut, wir sind hier nämlich wieder in unserer schönen Region von Marlis. Und Marlis können wir hier jetzt erobern für Athen. Und auch wenn wir im Endeffekt das aufgegeben haben, da irgendwie was Vernünftiges zu reißen. Die Eroberungsschlacht nehmen wir definitiv immer mit, weil es halt die beste Möglichkeit ist, Erfahrung zu tanken. Und die brauchen wir. So, was ist beim letzten Mal geschehen? Wir waren hier immer noch in Argolis, haben hier versucht, etwas über unsere Mutter rauszufinden und haben hier auch das geschafft, dank einem Nagmydon, der sich selbst die Zunge rausgeschnitten hat. Oh, Plätze! Alter, diese Landung auf dem Astmann. Ah, ich schau euch das an. Punktlandung. So, und ja, wir wissen nun, dass die Anführung hier von Askopolis Orden hier ein Mitglied des Ordens Kosmos ist und die muss definitiv eliminiert werden, um Spuren auf unsere Mutter zu finden. Und das machen wir auch gleich. Aber davor, Leute, Battle of the Best mal wieder. Ich hasse Marlis. Das sind immer diese ganzen Schwester der Artemis, die machen mich so platt. Boah, sieht das mehr sonst? Bild mir das ein? Weiß nicht. Aber mir wurscht, man, ich rage jetzt hier erstmal los. So, da kommt nämlich Ikarus, mein Bro. Kann er mal Kommandant spawnen, bitte? Ja, ist er da. Oh, hat er ein großer. Und das mit Schild. Außer Mann. Es fehlen nur noch Kopfgeldjäger, dann könnte es echt schwer werden. So. Zack. So, wo ist der Nächste, wo ist der Nächste? Hallo, hallo, oh da. Aua. Zack, das wird echt eine schwere Schlacht werden. Alter, haut's halt ab, ihr Athena. Irgendwie klappt das mit dem Anvisieren nicht, oder bilde ich mir das ein? So. So, da ist ein Schwacher. Komm, den schnappen wir uns jetzt mal. So, das war schön, dass wir den eliminiert haben. So, Kommandant. Oh nein. Kein scheiß Kopfgeldjäger. Kein scheiß Kopfgeldjäger. Kein scheiß Kopfgeldjäger. Da kommt natürlich jetzt... Hau ab, du alter Sack. Das sieht aus wie... Alter, ist das Barnabas? Ja, genau. Der sieht eins so aus wie Barnabas, Mann. Also außer, dass er noch ein Auge hat. So. Komm. Diese verkackten Söldner, das ist, weil ich in einem anderen... Start den hier geholt. Ihren Argo, das habe ich ein bisschen Krawall gemacht. Und deswegen spawnt jetzt hier der Söldner. Es ist voll madig. Okay, haben wir mal einer weniger. Ist das der Hauptmann? Das ist der Hauptmann, den müssen wir uns jetzt mal speilen. Alter, es müssen immer die schwer bewaffnet sein. Ah, das war dumm. Da hätte ich noch 2 Sekunden warten müssen. Genau, jetzt habe ich meinen Spartianer-Modus. Genau, triff mich. Schlag mich. Alter, ich sehe nichts, Mann. So. Komm. Gut. So, der war gut.
So, was ist der nächste? Was ist der nächste? Alter, der kommt von da hinten. Hallo? Muss mich nicht ignorieren, mein Freund. Za. Es ist sehr schlecht für uns aus, Mann. Könnten wir mal verlieren, das Match hier. So. Aber der war jetzt sehr wichtig, die Eliminierung. Komm. So, nervst mich nicht. Ah, da hinten, da hinten, da hinten, da hinten. So, bam, 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 bam. Und jetzt gleich nochmal, komm. Bam, 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 bam. So, und damit haben wir eigentlich fast gewonnen. So, noch ein, zwei Spaziaten und dann war's das. So, aber die Eroberungsschlachten sind halt so viel schwerer, Mann. Ja, ihr seid hart lustig. Jetzt hört auf zu blocken, ihr Penner, Mann. Oh, dich wollte ich eigentlich gar nicht treffen. Entschuldigung, das wollte ich schon in seinem Gesicht an den abgewehrt. Der war cool, Mann. Ich wollte eigentlich den anderen Typen dahinter eliminieren. Ich habe zu. Nein! Ich werde das ab. Oh, hallo. Oh. Sehr schön. Und Stufe 30. Und ein riesiger Teddybär. Bären müssen brennen, Mann. Bären müssen brennen. Weißt du nicht, glaube ich, zwar nicht so gut fürs Fell, aber ja, wurscht. Okay, geschafft. Dann haben wir das gewonnen. Schauen wir noch kurz, müssen wir noch mal kurz beobachten. Aber ja, das ist inzwischen wieder gefestigt. Dabei war es schon fast ungefestigt. Mega, das wird eh in 2 Sekunden wieder zum Erobern sein. Es ist, jetzt sind alle wieder gefestigt, Mann. Voll doof. Na egal. So, wir warten uns jetzt hier zurück. Und dann machen wir weiter. Wir reisen nämlich jetzt zu dem Altar in der Argolis. So, gar nicht mal so leicht, das auszusprechen. Eigentlich schon, außer man ist blöd. Tja, kann passieren. Und dann, davor machen wir jetzt noch ganz schnell einen Skillpunkt. Ich weiß ja schon wieder, was wir einen Skillpunkt setzen sollen. Ja. Und ich muss mal schauen, wir könnten jetzt wieder genügend, wenn wir die jetzt eliminieren, ist ja ein Mitglied vom Kult des Kosmos, könnte man uns den Speer mal upgraden. Und dann sind wir Speerstufe 4. Wir müssen unbedingt mehr Mitglieder des Kult des Kosmos eliminieren. Weil ganz ernsthaft, die einzigen richtig wichtigen Fähigkeiten ist das Feuerschwert, der Spartianer-Modus, der Hochleistungsangriff, das Heilen und das, dass man, wenn man eliminiert, mehr Schaden macht. Das sind die wichtigen Skills. Das ist alles entweder so Stat-Boost, dass ich halt jetzt mehr Leben bekomme oder unnütze Fähigkeiten, weil ich kann halt nicht 10 Fähigkeiten gleich ausgezeitig gerüstet haben. Das ist dieser Schildschlag. Ich bin auch immer unentschlossen. Eigentlich würde ich den fast lieber ausrüsten als meinen Spartianer-Kick, weil der Schildschlag ist halt immer sehr praktisch, weil der halt alle Gegner aus der Fassung bringt, aber es laufen halt so viele nervige Typen mit Schild rum und ich kann halt nichts gegen sie machen, bis sie mich angreifen. Und das Problem ist, wenn ich da in meinem Spartianer-Modi bin und dazu noch mein also wenn ich meinen Spartianer-Modus anhab und dazu noch mein Vorlammschwert und dann muss ich erst warten, bis ich die Gegner angreifen kann. Das ist echt madig. Aber nun gut, wir gehen jetzt erstmal in die Fähigkeiten. Darf ich? Jo. Was machen wir denn? Stufe 5. Ja, aber der ist eher Stufe 3. Ja gut, dann können wir eh nichts machen. Ich glaube, ich habe mir, genau, nix Schatten könnte ich machen. Aber das ist halt auch ein Ding wieder, was mir eigentlich nicht so viel bringt. Jetzt ist die Frage. Ich glaube, wir haben beim letzten Mal jetzt immer Klammheimliche gemacht. Müssen wir mal nach, durch Attentate und Angriffe außerhalb des Kampfes erhöht. Ja, oder? Ey, wir tun aber jetzt erstmal das Flammenschwert-Upgrade, oder? Kann ich das? Das kann ich gar nicht. Schade.
Bringt wahrscheinlich 10% des angreifenden Gegners ins Taumeln. Okay, das kann ich eh nicht machen. Spartaner Kick, wie gesagt, ist so eine Sache. Aufgeladener Angriff benutze ich inzwischen so wenig, weil ich dodge ja eh immer nur noch durch die Gegend. Ganz ernsthaft, eigentlich müsste ich mir das upgraden, weil ich sitze immer da und hock und hoffe, dass mich irgendjemand sieht, aber stimmt, das Stealthen ist nicht schlecht. Und ganz ernsthaft, es läuft mit dem Stealthen ein bisschen besser als sonst immer. Also lief nochmal schlechter. So, jetzt sind wir da, wo wir den letzten Part beendet haben. Das ist natürlich sehr cool, immer wenn man so richtig großen Fortschritt macht. Bevor wir hier... aus der Bahn. Wollte eigentlich nur rammen. Wenn wir kurz hier den Aussichtspunkt uns holen. Boah, Plätze abgewinnen, wenn er nicht in irgendeiner doofen Stadt ist. Ich finde es aber ein bisschen schade. Das hat mir ja ganz gut in Assassin's Creed Origins gefallen. Oh, man muss schon wieder mal Origins loben. Ich lässt so viel über Origins, aber Origins war ja schon eigentlich ein ganz nettes Spiel. Da gab es nämlich die Option, unterschiedliche Pferde zu haben. Und ich meine, klar haben wir auch, ich weiß noch nicht wie, aber wir können unterschiedliche Pferde uns holen, aber nur vom Design her. Aber die sind halt alle im Endeffekt gleich. Und das war eine coole Sache, dass man in Assassin's Creed Origins Kamele oder so zum Beispiel reiten könnte, was ganz cool war. Aber jetzt schauen wir uns erstmal Argolis an. Aussicht des Perseus. Okay, haben wir das auch. Und jetzt hinter dem Treuse-Militärlager. Weiß ich nicht, ob ich da machen wir einen großen Bogen drum. Und dort hinten wartet sie. Komm. Erstmal sie spotten und dann müssen wir ihn nochmal nah rangehen. Da werden wahrscheinlich noch mehr sein. Da wird sie wahrscheinlich nicht alleine auf uns warten. Aber... mein Schwert ist bereit. So, was immer du unserer Schwester hier angetan hast. Jetzt kriegst du die Rache dafür. Da ist die Statue des Apollon. Und da der Altar. Krüses wird hier sehr viel mehr vorfinden als ein hilfloses Kind. Eine Warnung. Ich komme anscheinend näher. Ein weinender Säugling. An was erinnert uns das wohl? So, Krüses, du wirst bezahlen für das, was du in dieser Nacht getan hast. Ich weiß nicht, was du mit unserer Schwester gemacht hast, aber irgendwie hast du ihr das Leben gerettet. Dafür danken wir. Aber gleichzeitig hast du sie auch zu dem gemacht, was sie jetzt ist. Und dafür wirst du nun bestraft werden. Ihr Kultisten werdet hier sterben! Dafür rächen wir uns für das. Eine Falle. Alter, diese Kick, diese Dropkicker, Mann. Die sind ja madig. Oh, helft dir, da hast du deine Hilfe. Da hast du deine Hilfe. Keine Schmerzen mehr. Krüses, wo bist du? Das Töten scheint in der Familie zu liegen, mächtiger Adlermann. Wag es nicht, von meiner Familie zu sprechen, Schlange. Ich weiß noch genau, wie mir deine Mutter mein Kind brachte. Ein erbärmliches kleines Ding, das im Regen weinte. Hätte ich damals gewusst, dass Myrine zwei Kinder hatte. Doch nun bist du hier. Meine Familie ist vollzählig. Du hast meine Mutter in den Glauben gelassen, ihr Kind wäre tot. Das war es. Oh, wie sie weinte, als ihr kleines Herz zu schlagen aufhörte. Doch ich nahm mich ihrer an. Ich legte sie auf diesen Altar. Ich flehte die Götter an, sie zu verschonen, und sie erhörten mich. Was hast du mit meiner Schwester gemacht? Ich rettete ihr Leben.
in denen ich ihr beibrachte, zu leiden, damit sie den Schmerz kennt und lernt, ihn wie einen alten Freund willkommen zu heißen. Und nun wird sie der ganzen griechischen Welt diesen Schmerz zeigen. Du hast sie gefoltert! Sie war ein Säugling! Ich lehrte sie zu überleben. Die Welt ist grausam. Wer zu schwach ist, stirbt. Also gab ich ihr Stärke. Wohin ging meine Mutter in jener Nacht? Sie kroch in die Berge von Korinth. Der Höker sollte sie mir zurückbringen. Doch sie wird sich nicht ewig verstecken können. Nein, sie wird uns weitere Kinder schenken. Ich werde dich durchbohren für den Schmerz, den du gebracht hast. Die Welt ist Schmerz. Ich gab Deimos die nötige Stärke. Deine Mutter war schwach und winselte zu den Göttern wie ein Schwein auf dem Altar. Ich bin mehr Mutter für ihr Kind, als sie es jemals sein kann. Und ich könnte auch deine Mutter sein, Adlermann. Es geht um mehr als um meine Familie. Du und dein Kult. Ihr wollt die griechische Welt zerstören. Ihr bringt nichts als Kummer und Leid. Du sprichst von Leid und doch kommst du in Blut getränkt und bedrohst mein Leben. Du bist ein Mörder wie deine Schwester. Hier! Ich beweise es dir. Mein Kind! Das ist dein Säugling? Er lag im Sterben. Krysis wollte, dass ich Hera ein Geschenk bringe, um ihn zu schützen. Krysis zündete den Tempel an, wissend, dass der Junge und ich noch darin waren. Krysis ist eine Dienerin der Hera. Sie tut, was getan werden muss. Was muss getan werden? Sie wollte dein Säugling lebendig verbrennen. Du hast ihn gerettet. Mögen dich die Götter segnen. Schlaf jetzt, liebes Kind. Deine Mata ist hier. Ich bin nicht sicher, ob es richtig war, das Kind zu retten. Krysis Herrschaft des Terrors muss enden. Wenn Krysis die Wahrheit sagt, glaubt Myrine, meine Schwester wäre vor langer Zeit gestorben. Krysis Treiben muss ein Ende haben! Ich muss sie töten! Krysis. Ein Psycho-Vibe, Mann. Hat das Kind hier... Und die will sich mit uns vergleichen? Ich glaub's ja nicht. So. Ich glaub's ja echt nicht. Aber wir werden sie finden und eliminieren. Das wird zwar jetzt wahrscheinlich nicht so einfach werden. Weil jetzt hatten wir halt die leichte Gelegenheit. Aber wir werden sie finden. Und eliminieren. So. Warte mal. Das sieht doch sehr gut aus, oder? Bevor wir das aber hier erstmal weiter angehen, machen wir nochmal einen kleinen Cut. Und beim nächsten Mal geht's hier weiter mit Let's Play Assassin's Creed Odyssey. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.